Und damit ein herzlich willkommen zu dem heutigen Match X-Ray gegen Suppe in der deutschen Splatoon Ladder. Ja, Uri von X-Ray hat mir gefragt, ob ich es streamen kann, deren Match, weil die das gerne specken wollen. Und ich dachte mir so, warum nicht? Okay, gut, Autocam ist jetzt an. Ich bin jetzt in der Lobby, die wählen jetzt noch alle deren Waffen aus. Und ja, und wir haben jetzt schon ein Disconnect bei X-Ray, das heißt, dieses Match muss dann noch gerematcht werden. Fängt schon mal gut an. Uri ist einfach die Seed. Eieiei. By the way, ich sehe gerade im Chat richtig viel Support für X-Ray, das gefällt mir sehr. Eine kleine Fanbase ist hier dazu gekommen, das ist sehr schön. Also Unterstützung ist auf alle Fälle dabei. By the way, ich hoffe, euch gefällt das Layout, was ich erstellt habe. Ah, chillig, die Connection ist komplett verloren gegangen. Ja, dann würde ich mal sagen, die Lobby ist komplett zusammengecrashed. Dann würde ich mal sagen, dann hören wir noch weiter Musik. Bis, danke, Poop. Dann würde ich sagen, wir hören da noch ein bisschen weiter Musik, bis die ready sind. By the way, danke, dass ihr das Layout toll findet. Ich hätte noch ein zweites, aber das kommt erst, wenn's Match beginnt. Das ist sehr schön, das gefällt mir sehr, dass ihr das Layout super findet. Das habe ich gestern schnell noch irgendwie zusammengeschustert. Aber finde ich schön, dass es euch gefällt. Gefällt mir sehr, also das finde ich sehr schön. Und by the way, ich will da noch die Offstream-Follower nochmal bedanken. Also danke an Löwenherz, danke an FireX und danke an Draco für den Follow. Was natürlich Offstream war. So. Ich sehe, dass deren Lobby gerade offen ist. Mal schauen, ob ich nachjoinen kann. Schauen, ob der alte Pass richtig ist. Jo, der ist richtig. Okay, dann würde ich sagen, warten wir noch ein bisschen, bis das Gegnerteam auch noch da ist, bis alle ready sind. Währenddessen hören wir weiter Musik. Also bis dann, wenn das Match beginnt. Yay! So, eine neue Lobby wurde schon erstellt. Also, und X-Ray ist auch schon ready. Wir müssen jetzt nur noch auf Suppe warten. Bis die ready sind, dann können wir mit dem ersten Match anfangen im deutschen Splatoon Ladder. X-Ray gegen Suppe. Und danke XUSW für dein Follow. Leider wurde der Alert nicht angezeigt. Ich hatte es leider vergessen. Ja, das einzublenden. Aber danke für dein Follow. Vielen, vielen Dank. So, X-Ray macht sich auf jeden Fall, ist schon ready. Wir müssen nur noch auf Suppe warten. Die suchen sich noch eine Comp aus. Und wir spielen im ersten Match Splat Zones auf Kim Triggerfish. Da bin ich sehr gespannt, welche Waffen gespielt werden. Also ich kann mir da sehr gut einen Charger vorstellen, vor allem Elita. Ich kann mir auch gut eine Explo vorstellen, wenn jemand eine Explo kann.
Eine Junior wäre auch richtig nice, also zumindest wie ich die sehr gerne. Musik ist etwas laut im Vergleich zu deiner Stimme. Ja, dann mache ich es mal ein bisschen leiser. Und alle sind ready, das heißt, wir können jetzt auf das Match gehen. Splatze uns Camp Triggerfish. By the way, ich hoffe, das passt alles mit dem Ton. Aber ich glaube, es müsste passen. Wir sehen einen Rapid Pro. Very interesting. Eine sehr interessante kommende Hydran Tent. Eine Rapid Pro. Und eine K-Junior auf der Gegnerseite. So, Mark hier mit dem Rapid Pro. Versucht schon mal den Flanker zu holen. Und die K-Junior platziert schon mal eine Wall. Das ist nice, wird aber von der anderen Zone schon mal angeschossen. Der K-Junior used schon seine Bubbles. Holt den Pop. Schaffen sie es auch, die Zone zu cappen? Der ist schon mal weak. Okay, die schaffen es nicht, die Zone zu cappen. Die haben sogar die erste Zone geschafft zu cappen, die Gegner-Zone. Armor wäre ready, wird used. Ein schöner Kill. Noch von der Rapid geholt, noch ein Double Kill. Nice. Und es ist ein Teamwipe. Die müssen jetzt nach vorne pushen. Schöner Teamwipe. Die Tent natürlich schön ganz vorne. Mal gucken, wie sich der Gegner reagiert. Also K-Junior versucht mal weiterzukommen. Die Heavy war das, glaube ich, hat die Tent noch bekommen. Haben noch deren Zone gecapped, aber mal schauen, ob sie es noch schaffen. The Try is dead. Die haben den Beacon zerstört. Die Hydra Watch schon, werden auch gemissiled. Ein 2v1 und was ist dead? Von der K-Shot wurde er gekillt. Die Hydra versucht jetzt zu buyern. Es könnte geschreddert werden und wurde auch geschreddert. Und natürlich noch ein schöner Kill von Flo. Ja, die Heavy ist natürlich untergedroppt. Die Tribe versucht noch zu flanken. Hat aber einen Armor Break und macht noch einen schönen Double Kill. Die K-Shot macht noch einen schönen Double Kill. Das ist natürlich sehr nice. Die Hydra versucht jetzt auch nach vorne zu flanken. Tent ist schon dead. War ein guter Kill von der K-Union. Das schaut so aus, als würde X-Ray das KO'n. Und das tun sie auch. 1:0 für X-Ray. Sehr schön gespielt. Sehr schön gespielt von X-Ray. Auch eine sehr interessante und sehr schöne Comp. Also Long Range kann halt bei Camp Triggerfish sehr viel ausmachen. So, dann fügen wir nochmal hier das hier hinzu. Erste Match von X-Ray. War ein richtig schönes Match. Also der eine Push war halt sehr wichtig, vor allem auch der Double Kill von K-Pro, sage ich schon. Das ist auch keine K-Rapid, das ist der Rapid Pro. Sehr wichtiger Double. Und vor allem die Armor, schön zum Pushen geused. So konnten sie halt easy den Teamwipe holen. Und wie gesagt, Suppe konnte sich von dem Teamwipe nicht mehr erholen. Und das war quasi deren Genickbruch. Zweimal wurden sie gewiped. Ein KO von X-Rays Seite aus. So, jetzt wird schon für Suppe ein Counterpick ausgesucht. Denn X-Ray darf jetzt nicht mehr Splatzones wählen, weil sie schon Splatzones gewonnen haben. Mal gucken, was sie als Counterpick nutzen. Die können halt alle DSB-Maps und Modis auswählen, was sie halt usen können. Mal schauen, was sie als Counterpick auswählen. Dann bin ich mal sehr gespannt. Es wird wahrscheinlich jetzt immer noch besprochen, welche Map ausgewählt wird. By the way, Fub gefällt sehr, dass Uri Ten spielt. Das ist schon mal sehr schön. I mean, Ten sieht man auch nicht, oh. Rainmaker Triggerfish. Ja, Triggerfish kommt halt nicht dran. Also nur in Splatoon gibt's halt Triggerfish. Oh, Rainmaker Piranha, ein sehr schöner Pick. Es ist immer ein sehr beliebter Pick. Auch einer meiner Favoriten, to be honest. Und ja. Mal gucken, was da so gespielt wird. Also auf jeden Fall, Long Range ist halt immer auch eine nice Sache. Ja, Bomben können aber auch schön
den Weg versperren, vor allem so bei Ramp. Und Sprinkler ist auch immer ganz toll, zumindest meiner Meinung nach. Wir wollen, dass es kein Expo gepickt haben. Ja, also eine Explo sieht man halt sehr gerne auf Camp Triggerfish. Das hat mich schon gewundert, aber gut, Explo wird auch sehr ungern in der Meta gespielt. Kann man auch ein bisschen verstehen, dass man halt dann doch nicht die Explo wählt, aber man hat eine Hydra gesehen, man hat eine Rapid Deco gesehen, vor allem zumindest aus X-Ray-Seite, und man hat von Suppe auch noch einen Jet Scratcher gesehen, und das sind halt sehr typische Waffen, die man halt in Camp Triggerfish spielt. So, und jetzt sind alle ready für das zweite Match. Rainmaker auf Piranha Pit. Okay, wir sehen auf jeden Fall eine Stingray auf beiden Seiten. Das ist schon mal sehr wichtig. Wieder eine K Junior von Suppes Seite. Und X-Ray holt sich den First Pop. Gucken, ob sie den Flank noch schaffen will. X-Mark muss sich halt zurückziehen. Torpedo wird halt ein bisschen gefährlich. Der Jet watcht schon right. Die Heavy watcht schon right. Ist ein bisschen kritisch. Aber die haben schon zwei gekillt. Das könnte schon der erste Push-Versuch sein. Und der Gegner pusht. Sehr interessant. Aber der wird jetzt von drei Leuten eingeklemmt. Haben es auch geschafft, ihn zu killen. Also sehr überraschend. Und schon mal die erste Ray wird jetzt von Suppes Seite aus geused. Wahrscheinlich, um halt den schnellen Pop zu holen. Aber ob den was bringen wird, das ist so die Frage. So, X-Ray versucht jetzt zu pushen. Die haben schon mal die Lead bekommen. Aber die sind jetzt im Nachteil. Haben die zumindest mit Booyah jemanden gekillt? Aber die K-Junior hat noch jemanden gekillt. Die Bubbles werden all used und die K-Junior ist dead. Alle Rainmaker auch. Die haben jetzt einen Vorteil. Die können jetzt doch schnell den Pop holen und damit noch einen schnellen KO holen. Das tun sie auch. Zumindest schaut so aus, als würden sie tun. Aber wird jetzt von der Tri-Slosher noch eingeklemmt. Die Heavy Deco hat den Kill geholt. Wird aber von Ui gekillt. Schöner Snipe. Wird aber jetzt von den Tri-Kindy doch nicht. Der hat den Tri-Gold. K-Juniors Last. Schaut dann der Niederlage aus. Und das ist der Sieg für X-Ray. 2-0. Wunderschöner KO. Richtig schön gespielt. Sehr schönes Spiel. Sehr schönes Play von X-Ray Seite. Und 10 Kills mit Charger ist schon ganz nice. So, dann füge ich nochmal ein Ding hinzu. By the way, Kippo, danke für dein Follow. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Ich muss kein Bild hinzufügen, ich muss einen Text hinzufügen. So, also das erste Mal, dass ich das mache, deswegen I am sorry. So, und jetzt zentriere ich das hier rein für den zweiten Sieg von X-Ray. By the way, der Chat sehr erfreut an den Sieg, das gefällt mir. Sogar ein Quad-Kill hat Uri geschafft mit Zeit. Das ist schon mal sehr nice. Kann auf jeden Fall geklippt werden und auf Twitter auch geladen werden, würde ich mal sagen. So, jetzt wird schon der. Jetzt sucht Suppe sich wieder einen Counterpick aus. Mal gucken, was wir dann als nächstes sehen. By the way, moin Ken. Was geht? Mir geht's ganz gut. Ich hoffe, dir geht's auch ganz gut. Ich kann dann nur vielleicht noch zwischen den Matches, vielleicht noch mit dem Chat noch ein bisschen interagieren. Während den Matches ist halt ein bisschen schwierig. Aber dafür habe ich meinen Mod. Oh, und die wählen Tower Control Markomat. Auch ein sehr beliebter Pick. Also,
Da bin ich mal sehr gespannt, welche Waffen gespielt werden. Also ein Carbon sieht man da sehr gerne oder generell Roller an sich. Slosher ist da immer ein nicer Pick und natürlich ein toller Blaster, vor allem Luna Blaster. Allem noch auf Tower Control ist halt ein guter Pick. Das ist halt ein schöner Pick. Und da kann man halt einige Vorteile rausholen. So, Suppe hat schon fast komplett ausgewählt. Okay, X-Ray ist auch ready. Gleich ready und ist jetzt sogar ready. Alle vier sind ready. Müssen nur noch auf Yeti von Suppe warten. Dann sind wir ready für das dritte Match. Tower Control Makomat. Ah, aber mein Pit hat sich noch umentschieden, eine andere Waffe zu spielen. Aber generell, ich finde auch eine sehr interessante Team-Kombo, vor allem bei Suppe Sicht aus. Spielen mit der K-Junior sieht man auch nicht oft. Und das Match beginnt. Tower Control auf Makomat. Okay, wir sehen ein Elita und Double Backline. Von Suppes Seite sehr interessante Teamcomp. Eine Zap als Support. Oh, sehr schön. Und okay, auf beiden Seiten eine Zap, aber eine Orange Zap. Von Suppes Seite sieht man auch nicht so oft, auch bei der Missile Meter. Und man hat schon gesehen, die haben schon die erste Missiles geused. Mark hier mit dem Inkjet hat sich noch einen Assist geholt. Schafft er noch einen Inkjet Kill? Und die Heavies. We kriegt noch die Heavies. Sehr schöner Pick. Und der Push geht voran. Der Try ist weak und der Try wurde gepickt von Mark. Richtig schön gepickt. Flo auf dem Tower. Kann sich hier den ersten Checkpoint holen. Der wurde aber gekillt. Und muss raus aus dem Tower. Der Ancient wird wieder geused. Hier Team wird doch nicht gemacht. Sehr interessant. Muss jetzt doch mal vielleicht rausgehen vom Ancient. Geht aber doch noch rein. Ancient ist aber dead. Konnte doch die Missiles aussagen. Missiles selber in mit rein. Wird noch eine Booyah-Bomb gezündet und eine Double Ink Armor leider wasted. Die haben beide gleichzeitig eine Ink Armor geused. Das hätte man besser koordinieren können. Aber die Try versucht noch den Checkpoint zu holen. Kriegt es auch hin, obwohl es getäuscht ist. Nee, doch nicht. Ist rausgegangen. Oh, auf eine Sekunde wurde es rausgegangen. Das ist schon bitter. Und natürlich hat X-Ray zwei Picks geholt. Das ist schon mal richtig guter Push-Wert. Die Zap schon am Missile. Missile, die andere Zap muss natürlich von Right Stake runterdroppen. Der Try kommt schon über mit. Die Zap versucht teilweise von hinten noch zu flanken. Die sitzt sie im Nachteil. Jetzt müssen sie sich zurückziehen. Werden auch von zwei Chickens verfolgt. Die Ammo wäre ready von X-Ray Seite. Müssen sie halt nur taktisch benutzen. Okay, und die Armor wird schon gezündet. Mal gucken, ob da ein Pick geholt wird. Natürlich haben die Gegner auch eine Armor. Ist halt schwer. Und sie haben zwei Picks geholt. Sehr wichtig. Der Try jetzt auf Snipe. Versucht sich noch den Splash zu holen. Hat sie ihn aber nicht bekommen. Splash hat sich noch zurückgezogen. Versucht noch die Kill zu holen. Die pushen den Tower noch schön weiter. Der Splash geht auf den Snipe, lenkt die Heavy schön ab. Das ist sehr wichtig und schöner Tower Pick mit dem Inkjet. Die Heavy geht jetzt voll, zurecht auf den Tower. Zap muss halt droppen. Schafft aber, könnte aber noch den Checkpoint schaffen. Es sind nur 2 Sekunden. Eine Sekunde geht raus, kurz vor dem Checkpoint. Uri holt sich noch den Checkpoint. Die Booyah wurde hinter dem Tower geschmissen. Können noch den Checkpoint. Und das ist wieder der Teamwipe. Sie holen den dritten Checkpoint und es könnte wieder ein KO sein für X-Ray. Und das ist der dritte KO von X-Ray. Ein sehr, sehr schönes Match. Schön runtergespielt, also schön die Armor gepickt, dann ein Double Kill gemacht und dann richtig schön nach vorne gepusht. Von 100 auf 0. Das ist ein richtig schönes Match gewesen. GGs an beide Teams. Also der Push-Versuch von Suppe war auch ganz gut. Vor allem
Was ich halt sehr interessant fand, ist, dass halt, dass der Tri-Slosher trotzdem noch einen Tower gepusht hat, obwohl der Toxic Misted wurde. Und der halt jederzeit halt vom Toxic Mist entweder keine Tinte mehr bekommt oder gekillt wurde, aber trotzdem noch einen Checkpoint geholt. Leider hat nur eine Sekunde gefehlt, weil er dann runtergedroppt ist. Aber trotzdem sehr, sehr schönes Match. Auch von beiden Seiten aus. So, jetzt wird Clamblitz ausgewählt. Auf New Albacore Hotel. Da werden wir sehr wahrscheinlich eine Long Range Weapon sehen. Ich meine, es ist halt eine sehr beliebte Long Range Weapon. Und ja. Also ich vermute mal, man wird da eine Pro sehen. Also Pro ist eigentlich fast schon ein Muss. Eine Heavy empfiehlt sich da sehr wegen dem vielen Range und auch wegen dem Run Speed. Eine Zap kann auch sehr beliebt sein, wenn man da ein bisschen mit Run Speed spielt. Oder generell halt so Speedy-Waffen an sich. Aber mal gucken, mal schauen, was halt gespielt wird. Suppe ist schon bereit. XW ist jetzt auch bereit. Das heißt, wir können jetzt zum vierten Match gehen. Klemblitz auf New Albacore Hotel. Falls XW das gewinnt, ist es das Last Match. Oh, wir sehen ein. Eine Hydra auf beiden Seiten. Sehr interessant. Also habe ich schon mal ein bisschen gecallt. Eine Junior und eine Sepp bei Team Super. Die spielen halt Double Support. Auch sehr interessant. Und natürlich eine Tent, was halt sehr, sehr attraktiv für Clamlets ist. Aber keine Pro, was mich halt sehr wundert. Der Flo wird erstmal hier gemissheit. Zieht sich aber noch schön zurück. Ein Trade von Wrightbridge. Es ist ein 2v2. Mal gucken, wie sie sich in dieser Situation verhalten. Es ist ein 1v1 zwischen der Junior und der Killshot. Mal gucken, ob der Junior doch die Bombkill holen kann. Holt nicht. Zieht sich lieber zurück. Versucht noch mit einer Bomb noch einiges zu retten. Der Tri-Slosher hilft noch mit. Aber der Killshot ist jetzt schon am Missile. Der Armor. Die Junior armort jetzt schön. Und versucht jetzt ganz nach vorne zu gehen, was sehr interessant ist. Schafft es leider die Heavy Hydra nicht zu bomben, die ist weak. Und Hydra hat ihn gekillt, also hätte vielleicht nicht rushen sollen mit einer Junior. Hat schon mal einen Dropshot gemacht. Die Hydra von dem Tri-Slosher ist aber leider noch davon gekommen. Wir können jetzt maybe einen Hydra-Battle sehen auf Bridge. Das könnte sehr interessant sein. Hat schon mal einen Dropshot bekommen. Aber beide sind weak und der Splatpit hat den anderen Hydra von X-Ray bezwungen. Also schön die Arme geused. Muss natürlich schön Missile sagen. Oh, Missile Booyah könnte gefährlich sein. Der Hydra hat es aber noch überlebt. Wird aber von Shot aus angeschossen. Der Tri-Slosher hat noch die Killshot gepickt und ein schöner Kill. Schöner Kill an Tentabrella. Schön von hinten. Oh, die K-Girl schön am Flanken, hat natürlich den Pick geholt. Eine Hydra, mit einer Hydra allein nach vorne zu rushen, ist halt ein bisschen schwierig. Was der Jump, was der Trial vorhatte mit dem Jump, I don't know. Sehr interessant auf alle Fälle. Auf jeden Fall wichtiger Pick für Uri mit seiner Tent. Hat jetzt auch die Big Cam, das heißt, die können jetzt pushen, schmeißt auch nach vorne. Damit der nicht gesichtet bleibt und gibt es ab an jemand anderen, was halt eine gute Wahl ist, denn mit 10 sollte man lieber nach vorne gehen. Der Tri-Slosher versucht jetzt über den Tenshi drüber zu kommen, schafft es auch, wird aber gekillt von der K-Shot, die jetzt den anderen, versucht die Zap zu killen, by the way. Schöner Kill von der Hydra, wird jetzt aber gekillt. Tent ist last und muss sich jetzt zurückziehen mit der Big. Haltet aber schön mit dem Tenshi den Junior auf. Sehr, sehr wichtig, weil sonst hätte Junior ihn noch picken können. Ganz wichtig.
So. Wichtiger Pick von Suppe-Seite A, aber die wurde gecounterpickt von der K52. Clams hätten die zusammen, die können jetzt langsam für den Push vorbereiten, wäre aber ein bisschen gefährlich, ne? Aber meint, die haben jetzt gebuyert. Die Hydra ist dead, das heißt, der Push könnte jetzt langsam möglich sein. Die haben jetzt zwei Big Clams, aber einer wurde von dem Mister gekillt und der andere ist runtergefallen. Die Kegel ist last und das ist ein Teamwipe. Die Hydra ist last. Also die konnten es doch gut defenden, vor allem mit der Booyah. Es könnte ein sehr spannendes Match sein. Bis jetzt hat noch niemand gescored, es ist alles offen. Schön die Zap outplayed, hat aber leider nicht ausgereicht. Wurde doch noch gekillt, aber die Zap wurde auch von dem Teammate gekillt. Mark hier mit 9 Clans, jetzt hat er die Big. Er könnte jetzt langsam pushen. Er könnte jetzt die Booyah vorbereiten fürs Pushen. Tut er auch, aber die Bombe erwischt ihn halt ein bisschen. Er ist ziemlich weak. Die haben zwei Bigs. Sie könnten jetzt wieder nochmal einen Push-Versuch machen. Und die haben den getroffen. Zwei Big Clans und Teamwipe. Die müssen jetzt das komplett ausnutzen. Und das tun sie auch. Die sind jetzt unter 50. K-Shot ist dead. Der Tri-Slosher versucht nochmal alles hier vor dem Basket wegzuräumen. Kriegt es auch hin. Aber der Push von 45 könnte halt sehr schwer sein für Suppe, den noch einzuholen. Also die müssen auf jeden Fall zwei, wenn nicht sogar drei Big Clams nach vorne bringen, damit sie das auf jeden Fall noch schaffen. Die haben nur 15 Sekunden plus Overtime-Zeit. Es wird halt schwierig. Aber die Junge steht schon vorne. Der hat schon eine Armor ready. Der könnte es langsam pushen. Der zündet auch die Armor. Ted ist halt gefährlich. Die Wall blockiert ihn halt ein bisschen den Weg. Das schaut halt sehr schlecht jetzt aus. Die sind jetzt auch im Nachteil ein 2v3. Das schaut halt ziemlich schlecht aus. Er versucht noch alles Mögliche, hat aber leider nicht geschafft. Wurde von der Tentabrella gekillt. Und das ist ein Sieg für X-Ray. Machen jetzt noch schön Drippig vom Ding. Und das ist das 4:0 für X-Ray. Ja, auf jeden Fall GGs, auch an beide Teams, richtig gut gespielt, vor allem auf X-Rays Seite, also ja, richtig stabil gespielt, richtig schöne Pushes gemacht, richtig schöne Picks geholt, so muss das sein. So, dann fügen wir noch, zum Ende fügen wir noch hier, hab noch hier noch einmal X-Ray. Perfekt, da muss ich es einfach nur hinzufügen. Auf jeden Fall, dickes GG an beiden Seiten. War auch ein richtig schönes Match zu kommentieren. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht, dieses Match zuzuschauen. Vielleicht auch maybe meine Kommentarkünste ein bisschen unterhaltsam. Ich meine, das ist das erste Mal, dass ich sowas mache. Ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall ein schönes... ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall Spaß gehabt mit diesem spannenden 4:0 von X-Ray gegen Suppe. Und ja, habt noch einen schönen Abend und wir sehen uns später so 21 Uhr, 21.30 Uhr beim Kirby-Stream. War unterhaltsam, das ist nice, das freut mich. Auf jeden Fall dickes GG an beiden Teams und herzlichen Glückwunsch natürlich an X-Ray zu dem Sieg gegen Suppe. Und dann verabschiede ich mich für diesen heutigen Stream, zumindest fürs Erste. Wir sehen uns dann maybe vielleicht in einer Stunde wieder, wo ich dann Kirby and the Forgotten Lands dann anfange zu zocken. Also, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall Spaß gemacht, das Stream zuzuschauen. Hoffe, habt noch einen schönen Abend und wir sehen uns vielleicht später oder bei einem anderen Stream wieder. Also, bye bye.
Also dann, bye bye, wir sehen uns später.